BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die gute Nachricht vorweg. Die drastischen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung in der Corona-Krise zeigen Wirkung. Hatte sich zu Beginn die Zahl der Infizierten rund alle 2,5 Tage verdoppelt, ist derzeit eine Verdopplung erst nach 10 Tagen erreicht. Dennoch sind noch längst nicht alle Herausforderungen gemeistert, betonen die Verantwortlichen in Berlin und Stuttgart unermüdlich. Der Austausch zwischen allen Ebenen sei gut und intensiv. Entsprechend war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern in Stuttgart zu Gast. Bei der Kabinettssitzung der baden-württembergischen Landesregierung ging es um die aktuelle Lage, mögliche Reaktionen und Antworten auf brennende Fragen. Kein Sprint, sondern ein Marathon. Auch wenn die Beine bereits schmerzen und die Luft knapp zu werden scheint, heißt es weiter durchhalten. Denn Deutschland stehe, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der anschließenden Pressekonferenz betonte, noch immer erst am Anfang der Corona-Epidemie. Das heißt, auch nach Ostern wird nicht alles auf einmal vorbei sein, sondern wir müssen dann überlegen, wie wir schrittweise möglicherweise, ob und wie eben, wir Einschränkungen wieder aufheben können. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten werden darüber nach Ostern beraten. Aber damit das geht, damit darüber beraten werden kann, brauchen wir jetzt Geduld, Besonnen und Entschlossenheit. Ostern und auch die nächsten Tage werden sehr, sehr entscheidend sein, ob es eben gelingt, das, was wir jetzt im Trend sehen, auch fortzusetzen. Das ist der Schlüssel zum schrittweisen Rückkehr in die Normalität. Wie diese jedoch aussehen könnte, das weiß momentan noch keiner so genau. Klar ist nur, ein sofortiges Zurück in den Ursprungszustand kann und wird es nicht geben. Und ich will einfach nur zwei Parameter nennen, die aus meiner Sicht eine Rolle spielen bei dieser schrittweisen Rückkehr. Die eine Frage ist, was ist am wenigsten verzichtbar für den Einzelnen und für die Gesellschaft? Was brauchen wir am ehesten auch wieder an Normalität? Und das zweite ist, wo sind die Risiken am geringsten oder besonders hoch beim Rückkehr in die Normalität? Und ich würde es mal andersrum formulieren. Das, was sicherlich als letztes wieder möglich ist, das ist im Zweifel die Party und das Volksfest. Zu groß sei das Ansteckungsrisiko und zu verzichtbar das Verhinderungsrisiko. Im Gegensatz zur täglichen Arbeit etwa. Wir haben ja nicht einfach die Wirtschaft lahmgelegt. Das ist ja gar nicht der Fall. Wir haben ja jetzt in die ganze industrielle Produktion von unserer Seite überhaupt nicht eingegriffen. Da ist, glaube ich, teilweise ein bisschen falscher Eindruck entstanden. Auch der Güterverkehr zwischen den Ländern ist ja nicht eingeschränkt worden. Ja, das hat dort andere Gründe, nicht? Zum Beispiel die großen Firmen haben ja von sich aus jetzt ihren Betrieb erstmal in den Urlaubszustand versetzt oder wie auch immer, haben Kurzarbeit angemeldet. Das sehen wir ja bei großen Betrieben hier in Baden-Württemberg. Es ging also von ihnen selber aus. Es sind also Fragen der Nachfrage, der Lieferketten, vieles andere mehr. Eine ganz andere Frage ist die der Konsequenz bei der Umsetzung der Maßnahmen. Denn während die bei den meisten Menschen im Land ganz gut funktioniere, lasse sie gerade bei denen, die den Schutz vor dem Virus am nötigsten haben, zu wünschen übrig. Nämlich bei den Pflegeheimen. Heimbewohner wurden von Angehörigen vor dem Heim abgeholt und das oft ohne geeignete Schutzmaßnahmen. Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber in der Sache natürlich wirklich brandgefährlich. Wie gefährlich es ist, wenn sich ein Virus in einem ganzen Pflegeheim ausbreitet, das haben wir an einzelnen Stellen in der Republik erfahren müssen. Deshalb haben wir nun die Sicherheitsvorschriften für Pflegeheime verschärft. Darum dürfen die Bewohner die Einrichtungen künftig nur noch mit triftigem Grund verlassen. Auch hier sei die Wirkung das Entscheidende, so der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucher. Darum müsse auch hier letztendlich abgewartet werden, bevor Maßnahmen wieder gelockert oder gar aufgehoben werden könnten. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.